Herzlich willkommen zu den Weber Rescue Ausbildungseinblicken. Hinter mir seht ihr das Fahrzeug, das ihr schon aus dem Video mit dem Weber Rescue Crash System kennt. Das ist vorbereitet für eine realistische Unfallrettungsübung. Hier sind Scheiben schon gesprungen, so wie es draußen bei einem Unfall vielleicht auch ist. Das bedeutet, für das Glasmanagement brauchen wir vielleicht nicht an jede einzelne Scheibe drangehen. An den meisten PKWs sind zwei verschiedene Arten von Glas verarbeitet. Zwar einmal das Verbundsicherheitsglas und das Einscheibensicherheitsglas. Die unterschiedlichen Arten könnt ihr zum Beispiel erkennen an Kennzeichnungen an den Scheiben. Beim Entfernen von Glas achtet darauf, dass der Patient geschützt ist. Wir tun hier mit einem harten Patientenschutz das Glas nach außen wegdrücken. Wir kommunizieren einmal deutlich zum inneren Retter, zum Rettungsteam, zum Notarzt und zu unserem Partner, dass jetzt das Glas gekörnt wird. Achtung Glas! Wenn wir Verbundsicherheitsglas sägen, achten wir darauf, dass wirklich der Patient geschützt ist und dass kein Glasstaub in die Wunden eindringen kann. Und auch wir schützen uns mit einer Staubmaske. Ich habe hier einmal den Glasmaster und den Glasex Turbo bereit liegen. Zum Glasschneiden habe ich mich für den Glasex Turbo entschieden. Überlegt euch auch, je nach Rettungstechnik braucht ihr unterschiedliche Glasmanagement und das spart euch eventuell Zeit. Wir haben euch eine Variante gezeigt des Glasmanagements. Ihr habt sicherlich noch ganz andere Ideen und Varianten. Gerne könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Wollt ihr mehr über Glasmanagement wissen, bucht ein Seminar oder schaut euch die Digital Rescue Days an. In diesem Sinne, aus der Praxis, für die Praxis, let's create future!